Folge 2, weiter geht's. Wie ihr seht, habe ich schon die ersten 100 Elo gefarmt mit Kelsey Rollings. Und nebenbei habe ich auch noch an George K. gearbeitet. Der ist jetzt auch auf Rang 13. Das heißt, es fehlt jetzt neben Kelsey Rollings nur noch Miki Takagis Auto. Aber ja, das wird noch eine Weile dauern. Wir fahren erstmal weiter mit Kelsey Rollings. Aber bevor es in den Multiplayer geht, fahre ich mich erstmal noch warm. 52.500 ist die Zielpunktzahl. Habe ich jetzt schon 40? Ja, das sieht gut aus. Das war knapp. Aber das wird reichen, das ist gut genug. 57.000. Das ist zufriedenstellend, würde ich sagen. Sogar fast 58. So, da würde ich sagen, bevor es aus der Map rausfliegt, gehen wir nach Lake Erie. Formel Drift Pro Layout. Wir kriegen Keith mit 958 PS. Sollte also ein faires Match sein. Also muss ich mich hier auch auf dem Layout noch ein bisschen warm fahren. Ist zwar die gleiche Map wie eben, die Challenge, aber es ist nicht das gleiche Layout. Hier muss ich auch gucken, ob der vierte Gang ein bisschen schneller ist. Ja gut. Erstmal einen Bug bekommen. So geht's natürlich auch. Komm schon, Spiel, ich brauche eine Challenge. Das Video kann nicht wieder so einfach sein wie das erste. Ah, das sieht doch mal spannend aus. Ich hätte dem Spiel lieber sagen sollen, dass ich eine faire Challenge brauche. Hier muss ich im dritten gehen, sonst im vierten verhungere ich. Hier sogar auch ein bisschen. Aber das ist auf jeden Fall mehr als beim ersten Mal. Mal sehen, wie viel er hat. Vielleicht gibt mir das Spiel ja nochmal den Bug, das wäre auch ganz nett. Hundertneunundzwanzig, na gut. Da habe ich gedacht, dass er schneller ist. Und in weiser Voraussicht abgekürzt, aber er war nur in der letzten Kurve deutlich schneller als ich. Und das habe ich verloren. Ja. Er war an den Stellen, wo ich gedacht habe, er ist schnell, war er langsam. Und an den Stellen, wo ich gedacht habe, er ist nicht so schnell, war er schnell.
Ivan 36 mit dem E36. Bei der abgeschrägten Gerade hier muss ich nicht mal lenken, um die Startschikane zu fahren. Eieiei. Das ist schon eine Menge. 151 zu 130. Da habe ich ein kleines bisschen Wheelspin beim Start. Das hat mich ein bisschen Geschwindigkeit gekostet. Aber er ist ungefähr genauso schnell wie ich. Ja, das müsste ich gewonnen haben, ziemlich sicher. Ja. Ja, so sicher auch wieder nicht. Ja. Also wir sind wirklich gleich schnell. Modello. Interessante Lackierung. So ein bisschen an die Falcon Corvette angelehnt. Aber nicht mit den Falcon Streifen, sondern mit den Falcon Farben als Farbverlauf. Nicht so doll kratzen, bitte. Jetzt muss ich mein Auto auch neu lackieren. Kelsey wird nicht erfreut sein. Next one. Sideways. Den Namen versuche ich gerade gar nicht erst auszusprechen. Bei den Kollegen hatte ich auch gestern schon, als ich mit Charles Ings Auto das Ding versucht habe auf Level 13 zu kriegen. Das war ein Pain. Wäre es noch nützlich, alle Zonen zu bekommen. Ja, sieht schon besser aus. Aha. 168? Nein, nee, 158 nur. Und er hat den Bug. Ach, Mono. Das hätte ich echt gern gesehen, wie viele Punkte er hätte. Beziehungsweise nicht er, sondern ich habe den Bug. Vielleicht wirkt er ja beidseitig, das weiß ich nicht. Das wildeste Bodykit im Spiel auf dem MX-5. 1200 PS, fast 1300. Das war ein bisschen viel Winkel. Und eine Zone nicht getroffen. Einen Bonus für den Clip nicht bekommen. Aber das reicht trotzdem. 135 zu 102. Mal sehen, ob er einen Fehler gemacht hat oder ob er nur langsam war. Okay, er war auf jeden Fall nicht nah genug an der Wand dran, aber langsam ist er nicht. Sieht man, wie er mir wegzieht.
Das hat auf jeden Fall gereicht und jetzt sind wir schon wieder bei der Hälfte angekommen. Rodello hatten wir den Typen nicht eben schon, aber das Auto nicht. Täusche ich mich? Bin der Meinung, den Namen eben schon gelesen zu haben. Mal sehen, was Rodello zu bieten hat. 128.000 und er gibt auf. Und seine Lackierung ist ganz interessant. Schwarz-Gold mit Lila. Sehr wild. Next one. Und wieder Rodello. Mal sehen, ob er diesmal mehr bekommt als 128. Solange ich natürlich nicht selbst verkacke. Na, ein bisschen weniger als beim letzten Mal, aber ist immer noch genug. Und der hat genauso viel wie ich. Das wäre unwahrscheinlich, wenn er jetzt aufgibt. Ach du Kacke. Ja, ich glaube, das wird er gewinnen. Da habe ich keine Chance. Der Liton war kacke. Also es hat mich genau an den Stellen, wo ich halt nah dran war, hat es mich halt aus dem Kurs gebracht. Und schon wieder er. Ich glaube, ich muss gleich die Karte wechseln, wenn ich nochmal verliere. Karte müsste inzwischen ja auch aus der Rotation raus sein. Die wechseln ja immer alle Stunde bzw. alle halbe Stunde durch. Die goldenen, wie diese hier, die wechseln ja alle halbe Stunde durch. Und nicht jede halbe Stunde kommt eine neue rein. Aha. Na, mal sehen. Ich hoffe mal, er hat sich mehr Mühe gegeben als beim letzten Mal. Meine Güte, ist er langsam hier. Das hätte ich wissen müssen. War beim ersten Mal eben auch schon so. Boah, Alter. Und hier zieht er mir so davon, ey. Ist unfassbar. Keine Chance. Boah, es ist so knapp. Oh, nee. Mann. Oh, sowas regt mich auf. Nee, Digga, jetzt habe ich keine Lust mehr auf die Map. Was gibt's denn hier? Trident, Skyline. Skyline ist auf jeden Fall die Map, mit dem man Autos mit niedrigen Pferdestärken easy hochskillen kann, weil es da nur bergab geht. Aber ich hab Bock auf Irwindale. Und wir kriegen Christaps Blush.
bisschen zu spät die Initiation gehabt. Und hier ein bisschen viel Winkel. Aber ist alles noch zu retten. Und das war auch knapp mit der Wand. Und natürlich der schöne Bug, den wir alle lieben und hassen. Na, habe ich wenigstens eine Chance, das wieder auszubügeln. Und zwar gegen LS E36. Das ist aber kein E36, mein Freund. Das ist eine Generation zu weit. Na, willst du auch annehmen oder hast du keine Lust? Der Countdown wird eh runterlaufen. So, das sieht doch schon mal besser aus. Hier brauche ich, glaube ich, den vierten Gang auch nicht so richtig. Net 50 zu 118, ja gut, ne? Willst du das chasen, wirklich? Okay, na dann. Wenn du Lust hast, dann machen wir das gerne. Vielleicht kannst du dir ja was abgucken bei mir. Beim Start hat er schon mal gewonnen, aber wenn es dann quer geht, ein bisschen übel aus zu ihm. Natürlich der klassische Wallhit, wie oft ich in diese Wand schon eingeschlagen bin. Man kann es ihm nicht verübeln. Ah, du willst nochmal? Na dann gerne. Wenn du die Wand dieses Mal nicht triffst. Diesmal habe ich das Rematch sogar angenommen. Mache ich nicht oft, aber manchmal ja. Oh, na gut, dann verkacke ich diesmal. Genau deswegen mache ich das normalerweise nicht. Oh Mann, oh. Der Vorführeffekt, aber er hat stärker verkackt als eben. Hoffentlich hat er sich nicht gedreht. Wenn er sich gedreht hat, dann sieht es schlecht für mich aus. Das war sein Start langsamer. Komm. Müssen wir nämlich immer auf dem Chase Nähe zur Wand behalten, um Punkte zu bekommen. Aber nicht so in der Nähe kommen. Gib mir einen Drehmoment. Dankeschön. Ja, wird das reichen? Wird das reichen? Ja. Es hat nicht gereicht. Gut, keine Lust. Deswegen nehme ich keine Revanchen an. Beim ersten Mal habe ich ihn abgezogen und jetzt absolut verloren. Auch wieder so knapp. Die knappen Dinger sind eigentlich die schlimmen. Oh nee. Oh Mann, diesmal nicht in die Wand, bitte. Und zwar beide. Ja, das ist noch in Ordnung. Schön die Nähe zur Wand behalten, Transition, Transition, Winkel, bisschen mehr, genau. Hier wieder ein bisschen mehr, alles klar. 166. Mal sehen, was er darauf zu antworten hat, 97. Come on, das willst du nicht chasen. Okay, er will's chasen, alles klar. Jetzt muss das Spiel nochmal nachdenken, ob er das so wirklich chasen will oder nicht. Was hat's geschafft? Oh mein Gott, und jetzt macht er einen auf den hier, Alter.
Das bringt dir aber nichts. Wenn ich sowieso wieder dran bin. Müsste mal den Countdown verkürzen, bis man zur ersten Zone da sein muss. Oder zumindest variabel anpassen an die Leistung des Autos. Also das ist halt, das kannst du nicht machen, dass du einfach an der Startlinie stehen bleiben kannst. So, die dicke Kuh hier, Nissan GT-R. Mal sehen, was er mit der Schlüssel auf den Asphalt zaubern kann. Was denn da passiert? Wir werden es nie erfahren. Und wir werden es auch nie erfahren, was er für eine Punktzahl gemacht hat. Leider. Bei diesen 0-Punkte-Bugs, da bringt auch nichts Rematch zu. Anzufordern. Mikey P. Ich frage mich, warum er den Timer runterlaufen lässt. Will er meine Statistiken studieren? Der Bug. 158 war gar nicht mal so schlecht gegen die Legende. Aber ich kann mir vorstellen, dass er 170, 180 gefahren wäre. So, hier haben wir den Darren Kelly GTR nochmal. Vielleicht kriegen wir ja diesmal eine vernünftige Punktzahl von ihm, ohne den Bug zu bekommen. Heute ist der Bug aber echt präsent. Präsenter als sonst. Siebenundachtzigtausend hat er gefahren. Alles klar. Ich muss auch gleich mal auf die Punktzahl achten, wie viel Elo ich jetzt habe. Da habe ich nämlich nicht drauf geguckt. Ja, und wie man gesehen hat, Darren Kellys Auto ist auf der Geraden sehr schnell. Eines der schnellsten Autos. Aber im Drift nicht so schnell. Zumindest im Standard-Setup nicht. Ah, 13 Elo noch. Heute habe ich mal ein bisschen mehr verloren als normalerweise. Beziehungsweise normalerweise, das ist eigentlich so durchschnittlich, wie ich gewinne und verliere. In Part 1 habe ich ja nur gewonnen, bis auf einmal. Ein Supra Driver wird auch eine Challenge. Frisch Rang 14 geworden, ich glaube, den will er verteidigen. Ich glaube nicht, dass er auf dem absteigenden Ast ist mit dem Auto. Wollen wir noch ein bisschen was zu bieten haben, was er chasen kann. Och man, schon wieder der Bug. Der ist echt krass gerade. Liegt vielleicht an der Uhrzeit, die sind vielleicht
mehr interkontinentale Verbindungen als sonst. Und wir sind gerade genau bei 2700 angekommen. Das bedeutet, das Ende dieser Episode ist somit erreicht. Und wenn ihr die Einstellungen von meinem Auto sehen wollt, dann schaut nochmal bei Episode 1 vorbei. Da habe ich es nämlich gezeigt. Und dann würde ich sagen, man sieht sich. Bis zum nächsten Mal.